Ja, herzlich willkommen bei unserem Kurs Vertiefende Internetstrategien, Thema Online Communication. Und heute unser erstes Workout, unsere erste kleine Lerneinheit, das Thema Digital Readiness. Ich habe euch ja bereits in dem Intro-Video angekündigt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. Und die Informationen findet ihr heute in dieser ausführlichen Lerneinheit. Das heißt, in diesem ersten Workload beschäftigen wir uns mit einer der fundamentalsten Entwicklungen, die die Wirtschaft und damit auch die Wirtschaftswissenschaften derzeit prägt. Also, digitale Transformation, Digital Transformation, viel, viel mehr als nur ein Buzzword oder viel, viel mehr als nur ein einfaches Schlagwort. Ihr wisst, die Angst geht um. Wer von euch irgendwie auf Seminaren oder auf Kongressen in den letzten ein bis zwei Jahren war, 2016, aber auch 2017, wird wieder sehr, sehr, sehr voll sein von diesem Themenkreis. Es geht um disruptive Technologien, es geht um die Digitalisierung, es geht um die Vernetzung und die Veränderungen, die dazu führen, dass du oder dass eure Unternehmen in Zukunft eben digital ready seid. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Jeder erzählt davon, jeder redet darüber, jeder redet über diese Veränderung, jeder weiß auch mittlerweile, dass er sich verändern muss. Jedes Unternehmen weiß, hey, wir müssen uns in Zukunft verändern, sonst sind wir weg, sonst verlieren wir den Anschluss. Also es ist wirklich nicht nur ein Buzzword, sondern wer jetzt nicht reagiert, wer jetzt von euch nicht aufpasst, verliert schnell den Anschluss und verschwindet einfach. Ja? Also, lasst euch nichts erzählen von anderen, das ist nicht unsere Branche, das betrifft uns nicht, wir haben ganz, ganz andere Kunden. Fakt ist einfach, alles, was heute digitalisiert werden kann, wird in Zukunft auch digitalisiert werden. Punkt. Und mit dem müssen wir uns eben auseinandersetzen. Ich werde diesen kleinen Kurs oder diese kleine erste Lerneinheit, dieses erste Workout dazu nutzen, um euch ein bisschen die sogenannten Megatrends, die ja bekannt sind zum größten Teil, ein bisschen näher bringen. Wir werden darüber diskutieren, wir werden schauen, welche Megatrends gibt es denn alles. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, wir haben die Neoökologie, die auf uns zukommt, wir leben mit der ständigen Globalisierung. Im Bereich der Arbeit haben wir diesen Begriff New Work, wir haben das Gender Shift und die fortwährende Mobilität, die Mobilisierung unserer Kommunikation, unseres Erleben und Verhaltens. Und wir werden sehen in diesem Kurs, wir werden diese Megatrends bearbeiten, erarbeiten und wir werden schauen, wie verändern uns diese Megatrends in Zukunft? Wie wird unser Erleben und Verhalten durch diese Megatrends in Zukunft verändert und wie können wir uns dann in Zukunft darauf einstellen? Die Möglichkeiten und Potenziale digitaler Medien, mit denen wir uns hier beschäftigen, und des mobilen Internets verändern eben nicht nur die Struktur und die Wertschöpfungsketten ganzer Branchen, sondern auch das Fundament eines jeden Unternehmens. Und wie gesagt, wenn man diskutiert mit Unternehmen, mit Firmen, dann sagen immer viele, na, das trifft uns nicht, das berührt uns nicht, wir sind in einer ganz anderen Branche oder wir sind so groß, uns tut das nichts. Aber schaut euch einfach mal an, wie schnell Firmen verschwunden sind. Schaut euch an, wie neue Technologien, also von Firmen, die indirekte Wettbewerber zu euch sind, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber vielleicht eine Technologie beherrschen, die ihr vielleicht noch nicht beherrscht und auf einmal eben eine komplette Branche revolutionieren. Schaut euch mal Uber an, wie Uber momentan das Taxigeschäft aufrollt und wie sich das die Branche des Taxigeschäftes in Zukunft verändern wird. Oder schaut euch Airbnb an. Die sind momentan, die Jungs und Mädels sind momentan sehr, sehr stark daran, auch die Branche der Hotellerie vollkommen umzuändern und zu revolutionieren.
Also passt einfach auf, nicht zu leichtfertig zu sagen, auch in euren eigenen Firmen, wir sind von diesen Veränderungen und wir sind von diesen Megatrends nicht betroffen. Geschützt und sicher ist keiner. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Also ihr tut besser daran, und das ist ja unsere Aufgabe hier in diesem Kurs, überlegt euch einfach mal, wie können wir uns in Zukunft fit machen, um mit diesen Herausforderungen in Zukunft erfolgreich umgehen zu können. Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell, ihre Strategie, ihre Struktur, ihre Kultur und die Prozesse nicht schnell genug anpassen, werden von neuen, meistens indirekten Wettbewerbern verdrängt, die innerhalb kürzester Zeit die Spielregeln neu definieren in diesem digitalen Spielfeld und Wertschöpfungsketten komplett verändern und neu gestalten. Also denkt dran. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, meistens sind es die Festungskommandanten, die sagen, bei uns passiert das nicht. Nein, wir sind sicher, wir sind safe. In unserer Branche geht das gar nicht. Wir haben ganz andere Kunden und wir sind so groß und wir sind so erfolgreich. Uns betrifft das nicht. Wir können so weitermachen wie immer. Und wir sind digital ready und es wird uns nichts passieren. Lasst das Bild mal ein bisschen auf euch wirken. Da haben viele auch gemeint, dass sie sicher sind und dass der Change, dass die Veränderung sie nicht verändern wird, die Branche nicht verändern wird und nicht das Erleben und Verhalten der Kunden verändern wird. Und nicht, dass es euch so wie hier passiert, dass auf einmal euer Business oder euer Geschäftsmodell einfach da niederliegt und es keinen Sinn mehr macht, da rein zu investieren, weil ihr zu spät darauf reagiert habt. Okay, also Digitalisierung, Vernetzung und Megatrends verändern unsere Wünsche. Wir sind ja die Konsumenten, verändert unsere Bedürfnisse, verändert unsere Lebensstile, unsere Konsummuster und letztendlich auch unsere Werthaltungen. Und deswegen musst du mit deinem Unternehmen in Zukunft so fit sein, dass du auf diese Veränderungen eine Antwort findest und dass du diese Bewegung, diesen Move mitmachen kannst. Das heißt also, frag dich immer, und das machen wir jetzt in dieser Lerneinheit, in diesem Workload, was sind denn die Auswirkungen dieser Veränderungen auf dein Business? Auf was musst du dich einstellen? Wie sehen deine zukünftigen Strategien aus? Wo stehst du heute und wo kannst du in Zukunft hingehen? Also wie ist dein Move aus dem erfolgreichen Heute in ein erfolgreiches Morgen? Und wo wird dieses erfolgreiche Morgen für dich sein? Also schau deine zukünftigen Strategien an und überleg dir auch die Antworten auf die sich verändernden Kundenprobleme. Was will der Kunde der Zukunft? Was braucht er? Wie sehen deine Lösungen aus? Wie können deine Lösungen ein Hebel sein in der Wertschöpfungskette deiner Kunden? Was kannst du in Zukunft bieten, um bei diesem Spiel, in diesem digitalen Spielfeld noch erfolgreich dabei zu sein? Also überleg dir deine Lösungen in deinem, wenn du Dienstleistungen machst, im Dienstleistungsbereich und überleg dir, wohin du in Zukunft investierst. Ein kleiner Tipp hier am Rande. Für mich ist die größte Investition, wenn du in die Ausbildung investierst, wenn du in die Fortbildung investierst und wenn du in die Fort- und Ausbildung deiner Mitarbeiter, wenn du eine Firma hast, investierst, weil das ist am besten, da ist das Geld am besten angelegt und es macht dich fit für die Zukunft. Und versuch auch nicht, all dieses Wissen von draußen einzukaufen. Agenturen können dir an der einen oder anderen Stelle zwar helfen, aber langfristig musst du schauen, dass dieses Wissen, dass dieses Know-how in deinem Unternehmen stattfindet und letztendlich auch in deinem Unternehmen bleibt. Also, damit werden wir uns beschäftigen. Welche zukünftigen Fähigkeiten, Kompetenzen musst du aufbauen, um in diesem sich ständig verändernden digitalen Spielfeld auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Ja, das nächste habe ich gerade angesprochen, den anderen Punkt, People, investier in dich selber, wenn du Führungspersonal bist und investiere in deine Mitarbeiter. Ja, ich habe, die Frage kommt immer, wir werden uns auch dann in dieser Lerneinheit, in diesem Workload damit auseinandersetzen, was heißt denn jetzt Digital Readiness? Ja, Digital Readiness. Ich habe versucht, mit Kollegen
einmal ein Modell, ein sogenanntes 360-Grad-Modell zu erarbeiten, das wir auch in der Praxis hernehmen. Und im Zentrum dieses Modells, ihr seht es hier im Schwarz abgebildet, ist eben der Kunde. Der Kunde, dein Kunde, deine Kunden stehen im Fokus, ganz gleich, ob du Business-to-Business machst oder ob du Business-to-Consumer machst. Diese Aufteilung wird in Zukunft sowieso wegfallen und macht in einer digitalen Welt keinen großen Sinn. Also, der Fokus ist der Kunde. Und ich werde euch zeigen, wie man über Analysen zu einer Strategie kommt, wie man Ziele setzt, wie man dann in die Umsetzung, in die Planung kommt, welche Budgets dazu gebraucht werden, wie man das Ganze steuert, wie man das Ganze kontrolliert und letztendlich dann auch optimiert. Ich habe dann versucht, oder wir haben versucht, bei diesem 360-Grad-Modell, deswegen die unterschiedlichen Farben, ich habe es jetzt mal ein bisschen rausvergrößert, dass ihr das auch lesen könnt, einmal eben Angebot und Präsentation. Also welche Bereiche sind denn von dieser digitalen oder können von dieser digitalen Veränderung betroffen sein? Und schau dir mal den ganzen Bereich an, deines Angebotes und deiner Angebotspräsentation. Also hier ist drinnen, welches Produkt hast du? Über welche Produktsortimente, wenn du einen Online-Shop hast, zum Beispiel, verfügst du denn? Wie sieht dein Verkaufskanal aus? Welche Verkaufskanäle nutzt du? Bist du rein, wenn du jetzt im Handel bist, bist du rein offline, nur am Point of Sale? Oder kombinierst du das Ganze? Hast du vielleicht auch schon den ersten Schritt gewagt in den E-Commerce? Das heißt, du verkaufst über einen Online-Shop, zum Beispiel mit Shopware. Also, was aber dann wichtig ist, wenn du auf die Vertriebskanäle guckst, musst du natürlich strategisch planen und dir gleich an dieser Stelle überlegen, hoppla, gibt es da Kanalkonflikte, mit denen ich rechnen muss, die diese Veränderung, oder wenn ich in diesen Bereichen mich digitalisiere, wenn diese Veränderung zum Wirken kommt, was mache ich mit entsprechenden Kanalkonflikten? Also ihr seht, das ist der Bereich Angebot und Präsentation. Auf die einzelnen Punkte werden wir dann detailliert eingehen. Und der andere Bereich ist blau, das ist die komplette Infrastruktur. Also was brauchst du alles? Welche Prozesse brauchst du oder welche Prozesse kommen nun in einer digitalen Welt, in einer digitalisierten Welt auf dich zu, damit du digital ready bist und die ganzen Sachen herausarbeiten kannst. Welche Technologien brauchst du in Zukunft? Und auch hier wieder dann der Punkt, mit welchen Mitarbeitern und mit welcher Führungsmannschaft wirst du das Ganze betreiben? Aber hier werden wir ganz, ganz, ganz viel machen. Und der letzte Punkt, wenn ihr es anguckt, ist natürlich, ich habe gesagt, Kunde im Fokus. Das ist in diesem 360-Grad-Modell, ist es eben, wir haben es jetzt genannt, das Kundenerlebnis. Und wir subsumieren darunter einmal die Customer Journey, weil du musst in Zukunft wissen, in einer digitalen Welt, wo treffe ich denn, wo sind in Zukunft meine oder wo sind in Zukunft zeitliche und örtliche Konzentrationspunkte, sowohl online wie offline, wo meine potenziellen Kunden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit anzutreffen sind. Das heißt, du musst erstmal ausfindig machen, welche Touchpoints und welche Reisen diese Kunden machen auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu deinem Angebot, auf dem Weg zu deiner Angebotspräsentation. Wenn du herausgefunden hast, wo und wie diese Touchpoints aussehen und ob das Touchpoints sind auf deiner eigenen Webseite, in deinem eigenen digitalen Spielfeld, auf deiner Webseite, auf deinem Online-Shop, das ist deine digitale Heimat, aber eben auch vernetzt in andere Kanäle hinein, in Facebook hinein, in Social Media hinein, ob du jetzt bei Instagram bist, ob du bei Pinterest bist und. Das sind alles Touchpoints, die sich in Zukunft überschneiden werden und die in Zukunft von dir eben bespielt werden und so bespielt werden müssen, damit sie auch wirklich ein emotionales Kundenerlebnis darstellen. Und da musst du halt im ersten Schritt wissen, wo sind meine Kunden überhaupt? Deswegen der Punkt Customer Journey auf eigenen und auf fremden Terrain. Und du musst versuchen, das rauszukriegen. Wie man das macht, werde ich euch dann auch zeigen. Und dann natürlich die Kommunikationsmöglichkeiten, die ihr heute online habt, die online dazukommen zu dem normalen Kommunikation. Und wir werden dann eben, darum heißt es ja vertiefende
Internetstrategien. Wir werden es natürlich dann anschauen, wie können wir offline und online intelligent miteinander verbinden, damit es in Zukunft alles passt. Also, in dieser Lerneinheit eben die Beschäftigung. Wir werden dieses 360-Grad-Modell dazu einsetzen und wir schauen eben in unterschiedliche Bereiche von deinem Unternehmen hinein und überlegen uns dann, was können wir hier unter dem Schlagwort Digital Readiness und digitale Transformation, was macht überhaupt Sinn, in deinem Unternehmen in Zukunft zu digitalisieren? Weil es kann sehr gut sein, dass du ein Produkt hast, das gar nicht fähig ist zu einer Digitalisierung. Was aber sehr wohl oder wo du dann sehr wohl digitalisieren kannst, ist eben in der Infrastruktur und ist eben dann in der Präsentation der Kundenerlebnisse und der Darstellung deiner Leistungen, ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Ja, also vielen Dank. Das war die Lerneinheit. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Lerneinheit wieder und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und tschüss.